da kommt unsere Fastnet-Station. Ich habe schon gesehen, da stehen sogar Autos. Boah, beide Ladeplätze hier belegt. Von was für Autos? Erkennt ihr die? Sweden. Aber was ist das für ein Auto, hä? Die kriegen leider nicht die richtige Ladeleistung hier, deshalb stehen die da eine Weile. Cool. Ja, Leute, das ist hier Polestar. Der neue Polestar. Wir sind auf Test hier. Keine Ahnung, was die machen. So sieht der aus. Ich dachte erst, es wäre ein Jaguar I-Pace. Ist aber anders. Und drinnen haben sie irgendwie ein riesen iPad oder sowas. Ja, okay. Jo, das bringt nichts. Deshalb fahren wir jetzt rüber zum Supercharger hier bei Ulm Seligweiler. Ulm-Seligweiler in Sichtweite. Boah, jetzt stehen wir aber hier und wundern uns, was ist denn hier los? Da checken sie aber auch alles aus hier gerade heute. Wahnsinn, und da ist der Peter. Den will ich nämlich eigentlich hier treffen, ist ja cool. Was sind das denn jetzt wieder für Autos? Porsches? Böblinger Kennzeichen, klar sind das Porsches. Und die machen da Porsche-Treffen, glaube ich. Die haben aber irgendwie leichte Probleme mit der Ladesäule. Immerhin sprechen die jetzt Deutsch, entgegen der Schweden vorhin da mit Polestar. Coole Autos, jetzt müssen sie bloß noch verkaufen. Und die müssen natürlich funktionieren. Gerade war hier die Behauptung, ENBW würde nur ein Auto an Ladesäule zulassen. Das ist natürlich fatal. Wir haben das noch nie probiert hier. Vielleicht lassen sie auch nur einen Porsche pro Ladesäule zu. Das kann natürlich sein. Ihr zieht zu viel Strom. Aber coole Sachen hier. Guckt mal die Bremssattel. Was bedeutet gelber Bremssattel? Okay, sie wollen nicht, dass man so nah dran geht. Das ist halt ein geheimes Auto. Jetzt soll ich ihnen anbieten, unsere Teslas anzugucken. Jo. Der Peter dokumentiert alles. Ja, das ist schräg. Das ist schräg.